Vielleicht setzt du dich schon länger mit Entwicklungstrauma und mit den Folgen von komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen auseinander. Und du kennst ja höchstwahrscheinlich die Hauptsymptomatiken. Aber es gibt, glaube mir, noch ganz viele versteckte Symptome. Heute habe ich dir drei mitgebracht. Vielleicht erkennst du sie nicht nur bei dir selbst, sondern vielleicht auch bei anderen. Und die können darauf hindeuten, dass womöglich auch dort etwas in der Kindheit passiert ist, was heute im Erwachsenenalter diese Folgen verursacht hat. Ich bin Gabriele. Ich bin jemand, wo Menschen mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung begleitet, und zwar körperorientiert und sehr, sehr individuell, und daran glaubt, dass jeder einige Schritte auf der Heilung tut und geht, dass eine Art Neubeginn im Leben starten kann. Ich freue mich jetzt wahnsinnig auf dich und lass uns starten. Das erste Symptom ist, wenn jemand, sobald alleine ist, Selbstgespräche führt. Das bedeutet, dass halblaut mit sich selbst die Gesellschaft teilt. Es ist äußerst oft, und warum es nicht auffällt, weil dieses Symptom dann erst zum Vorschein kommt, wenn diese Person alleine ist. Und da ist ja meistens allein und niemand anders dabei, wo das eben beobachten könnte. Aber vielleicht kennst du jemanden auch in deinem Freundeskreis. Oder vielleicht bist du selbst jemand, wo diese Selbstgespräche führt. Wie muss man sich das vorstellen? Man ist zum Beispiel bei Verrichten einer Beschäftigung, egal was das ist. Und die ganze Zeit spricht diese Person mit sich selbst, unterhält sich mit sich selbst. Das bedeutet, bespricht, was gerade entscheidet oder wägt ab, halblaut. Und du kannst wirklich zuhören, hört sich an, wie zwei Menschen miteinander reden würden. Glaube mir, das ist nichts irgendwie Unnatürliches, sondern das ist eine unglaubliche Fähigkeit, was wir alle eigentlich besitzen bzw. besessen haben, bis etwa vor 12 Jahren. Also bis zu unserem 12. Lebensjahr. Und diese Fähigkeit ist auch bei Kleinkindern und auch noch bei im Schuljahr oder Schulalter, wenn du Kinder beobachtest, dass sie in ihrem Zimmer spielen oder beim Hausaufgaben machen, dass sie zu sich selbst sprechen und womöglich zum Beispiel mit ihren Spielpuppen dabei wie so ein Theaterstück sogar aufführen. Das heißt, das ist eine wunderbare Fähigkeit des Gehirns, indem wir letztes Endes tatsächlich Dinge verarbeiten und Dinge sogar halblaut auch in Echtzeit nicht verdrängen, sondern diese für uns lösen. Normalerweise etwa in unserem Lebensjahr mit 12 Jahren verschwindet diese Fähigkeit. Viele Betroffene, die in der Kindheit sehr viel Schlimmes erlebt haben, die entwickelten mit der Zeit diese Fähigkeit auch im Sinne Dissoziation bzw. im Sinne Verarbeitungsmethode. Das heißt, dass sie diese Fähigkeit und dieses Verhalten, diese Verarbeitungsstrategie bis heute bewahrt haben. Und wenn du diese Personen mal alleine erlebst oder vielleicht in einem benachbarten Zimmer oder ja Arbeit oder Büro bist, ja, und vielleicht hörst du deine Kollegen oder Kollege oder in der Teeküche spricht ihr halblaut mit sich selbst, dann ist höchstwahrscheinlich so ein Fall, dass diese wunderbare und sehr intelligente Technik von unserem Gehirn und von unserem Körper bei dieser Person bis heute geblieben ist. Diese Kinder oder ehemalige Kinder haben niemanden gehabt, wo sie einen Austausch haben konnten, wo sie Vertrauen gehabt haben und wo das, was sie gesagt haben, wertgeschätzt war. Es gab immer die Gefahr, dass das, was gesagt wurde, vielleicht ja negligiert wird, dafür Strafe gibt
oder dass sie nicht angenommen werden. Also, sie haben das sein gelassen, aber sie haben diese Möglichkeit für sich behalten als Verarbeitungsmethode. Nächste Symptomatik ist eine Art Dissoziation und Abspaltung in der Sprache. Also durch den Sprachgebrauch kannst du das beobachten und vielleicht entdecken, dass jemand oder vielleicht sogar auch du bis heute, dass du diese Form der Dissoziation in den Gedankenwelten und in deinen geistigen Vorgängen behalten hast oder der oder diejenige das behalten hat. Und zwar, wenn jemand dir zum Beispiel berichtet, ja, und dann habe ich mir gedacht, du schaffst schon wieder nicht dies und das. Also, der oder diejenige spricht zu sich selbst, aber in ein Du-Form. Sprich nicht in ein Ich-Form. In diesem Punkt spaltet sich. Das bedeutet, es ist auch wieder eine Art von Unterhaltung, aber es ist nicht, dass ich über mich selbst spreche. Ich identifiziere mich mit mir selbst nicht oder mit derjenige, die ja in der Vergangenheit, was ich gerade berichte, etwas getan hat. Sogar da erzähle ich in ein Du-Form. Und diese Personen unterhalten sich oder denken ja auch, also das ist ein innerer Dialog vielmehr, denken auch immer mit ein Du. Sie sagen nicht, oh wow, da habe ich gedacht, ich schaffe das schon wieder nicht, sondern sie reden über jemand anderen. Eine zweite Möglichkeit, ein zweites Beispiel dafür, mein Kopf sagt nur, das war nicht ich, das ist ja nur der Kopf gewesen. Darüber so ein kurz innehältst und nachdenkst. Okay, also mein Kopf sitzt auf meinem Nacken, nicht wahr? Und ich bin mir sicher, dass auch dein Kopf auf deinem Hals sitzt. Das ist natürlich nur ein kleiner Scherz. Aber natürlich, dass unser Kopf zu unserem Körper gehört und auch alles, was im Kopf passiert, weil unser Kopf zu uns gehört, zu dem Körper, auch das wir sind. Und das ist das Ich bin. Das ist ja nicht der Kopf, was separat, ja, etwas selbstständig was macht, sondern auch der Kopf gehört zu mir. Denn ich frage dich, wer soll denn der Kopf sein? Und wer soll denn dieses Du sein, wenn du deine innere Dialoge so fortführst? Wer ist denn das? Und ein drittes Beispiel, was ich hier mitgebracht habe. Es ist dann einfach passiert und da war es taub. Aha. Es ist einfach passiert. Zum Beispiel Schwindel oder übel geworden oder mein Bein ist dann taub geworden oder sowas. Oder es ist taub geworden, zum Beispiel nichts mehr gespürt oder sowas. Aber was ist denn es? Wer soll denn dieses Es sein? Auch dieses Es sind wir. Das sind alles wir. Nicht wahr? Das ist ja mein Körper. Das ist mein Körper. Das ist, ich bin es. Und auch meine Gedanken gehören zu mir. Das sind meine. Das sind nicht die von dem Kopf. Durch die Sprache, dadurch, wie wir uns ausdrücken, können wir auch ungewollte Selbsthypnose bewirken. Und das Gehirn merkt es, in welche Form du mit dir selbst sprichst. Innere Dialoge sind unglaublich wichtig, wie wir diese führen. Und ich lade dich dazu ein, dass diese Abspaltung in der Sprache für dich veränderst. Denn das kann auch dazu führen, dass dein Ich- und Selbstgefühl, diese Einheitsgefühl viel mehr wieder anspringt und dass sich das entwickeln kann und sich entfalten kann. Und das dritte Symptom, vielleicht beobachtest du das auch bei dir selbst, ist, das ist sogar eine Kettenreaktion. Also bei Menschen mit Entwicklungstrauma ist recht üblich, dass sie in ihr Urteilsvermögen oder in Problemlösungsprozessen sie einen Fehler machen. Beziehungsweise viel weniger ein Fehler, aber sie empfinden das so, sondern vielleicht ein ganz anderes Ergebnis, was sie ja durch diese Prozesse
dann ja erreichen als andere? Und warum ist das so? Warum ist das so? Was denkst du, dass womöglich deine Urteile, deine Beurteilung, deine Bewertung und vielleicht auch, wenn du Probleme lösen möchtest und nach Lösungen suchst, ein anderes Ergebnis hat oder vielleicht gar kein, als die meisten in deinem Umfeld, das vielleicht ein Ergebnis haben, weil die Betroffenen von Entwicklungstrauma eine völlig andere Wahrnehmung haben. Und die schauen natürlich durch ihre Traumabrille in die Welt und unsere Urteile und Bewertung und auch, ja, wenn wir nach Lösungen suchen, ist immer damit assoziiert, was wir erfahren haben. Daraus entwickelt sich, weil die meisten dann auch als Fehler das wahrnehmen. Ich habe einen Fehler gemacht, als Fehler einstufen. Also auch sogar dessen Wahrnehmung, was dort am Ergebnis erzielt werden konnte, ist dann Trauma bedingt oder mit dem Traumafilter gemacht worden. Weil es ist eigentlich kein Fehler, nicht wahr? Sondern es ist halt so, wie es ist. Jedenfalls bei vielen ist ja dann ein nochmals so zwei Schritte, die ich noch beleuchte. Es ist eine Kettenreaktion im kognitiven Bereich plus Verhalten. Wirst du vielleicht für dich auch merken oder erkennen, wow, ja, da bin ich ja auch so, dass wenn dann das so passiert, also ein etwas nicht erwartetes Ergebnis kommt dabei raus, wenn ich etwas bewerten soll oder ein Problem lösen soll oder entscheiden soll und dann gelingt es mir nicht so, wie ich das mir gedacht habe, dann kann oft Selbsthass entstehen. Das heißt, dass auch mein innerer Dialog und meine Wiederbewertung über mich und darüber, was ich gerade gemacht habe oder nicht erreicht habe, ein sehr negatives ist. Und aus diesem Selbsthass gibt's noch mal auch eine intensivere Form, wo dann einige sogar zum Beispiel auch Suizidalität idealisieren. Also sie können das zum Beispiel sogar unterstützen oder sie wünschen sich vielleicht immer wieder auch, dass eben, ne, ach, wenn ich hier wohl nicht leben würde, wäre besser. Oder ich bin so ein Unnutz. Am liebsten, was wäre, wenn es mich gar nicht gäbe? Und vielleicht wäre besser, wenn ich sterbe. Und solche Gedanken oder vielleicht auch nur intrusive Gedanken oder Empfindungen diesbezüglich. Und das kann nochmals weitergehen, ja, weil bei vielen gibt es dann nochmal einen nächsten Schritt. Und zwar, um diesen Zustand von Selbsthass und gescheitert sein oder Versagen ertragen zu können, fangen diese Personen an, sich zu verletzen, um diesen unglaublichen Anspannung und unerträglichen Gefühlszustand aufzulösen. Und es gibt drei weniger bekannte Methoden dafür, habe ich mitgebracht. Vielleicht hast du aber ja auch bei dir, dass du das jetzt gerade gleich erkennst, zum Beispiel sogenanntes Skin-Picking oder auf Deutsch Dermatillomanie. Das heißt, dass du ja deine Haut anfängst zu kratzen bzw. Pickel auszudrücken. Und wirklich manche machen das bis zum voller Selbstentstellung. Kann dir auch anvertrauen. Als Jugendliche hatte ich das auch. Und das ist ein unglaubliches Ventil. Es kann ein Ventil sein, wobei natürlich wir uns selbst Schmerz erzeugen und dieser Schmerz im Körper soll ja mehr sein oder größer sein als der Schmerz in dem Herzen, der seelische Schmerz, das ist ja die Funktion dahinter. Genau, also Skinpicking, dann zweiter, das Hungern. Viele fangen an zu hungern, denn auch das kann natürlich eine Form von ja, körperlichen Schmerz verursachen. Irgendwann der Magen kann ganz schön wehtun, beziehungsweise auch das Gefühl geben, ich habe die Kontrolle wieder. Es ist zwar eine absolute Selbstzüchtigung, aber das Gefühl und das Bedürfnis Kontrolle können sie dadurch erlangen. Und die dritte Variante, Finger und Nägel in die Haut zu drücken, bis es schmerzt. Also das heißt, nicht, dass man sich schneidet, ja, das ist auch eine der Formen, sondern dass man wirklich die Finger, ja, in den Körper
Oberschenkel drückt, damit auch dort funktioniert das Gleiche wie bei allen drei Möglichkeiten, dass man im Körper den Schmerz verursacht. Und merkst du, was dort passiert? Traumasensitive Achtsamkeit bzw. eine unglaublich intelligente wieder Überlebensstrategie. Es wird natürlich die Aufgabe sein, bei allen drei Symptomatiken, dass wir dennoch hinschauen, wie diese Prozesse genau ablaufen, dass du diese Achtsamkeit ja, mit Körpergewahrsinn gekoppelt und mit einer ganz liebevollen und wohlwollenden Begleitung gepaart, dass du das angehen kannst und dass du immer mehr Einheit in dir selbst erzeugen kannst, dass du diese Einheit im Körper, in Seele und natürlich hier oben, ja, also alles, was der Verstand so produziert und uns mal tagelang erzählt, dass wir das als eins ansehen und auch so behandeln. Das bedeutet, dass mein Verhalten zu mir selbst auch verändere. Genau. Und ich weiß, vielleicht werden jetzt auch viele unter euch sagen, naja, aber das limbische System, autonomes Nervensystem. Ja, natürlich gibt es einiges, was dort sofort anspringt. Aber wenn ich übe, kann ich wirklich erlernen, dass wenn ich das dann bewusst merke, dass es anspringt, ich dann eben den Umgang damit, was gerade passiert, in eine andere Form dann eben fortsetze und ich das verändere. Und ja, es ist ein ganz langer Prozess, ohne Frage. Aber ich glaube daran, dass wirklich jede Linderung und einiges an Erleichterung für sich im Leben erschaffen kann. Genau in diesem Sinne, ich bin ganz, ganz gespannt auf deine Kommentare und ob du vielleicht einer der ja, diesen Strategien schon gekannt hast oder du bei dir auch beobachten kannst oder bei anderen. Und ja, ich freue mich auf deine Kommentare und auf deinen Bericht. Ich beantworte diese auch. Und ich wünsche dir jetzt erstmal wieder alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, Gabriela. 'Cause it feels like home.